An diesem Sonntag beginnen wir eine neue Predigtserie mit dem Titel Segensbringer. In dieser Serie werden wir Themen wie den Segen der Selbstlosigkeit, der Barmherzigkeit, gesunder Beziehungen und den Segen bedingungsloser Liebe behandeln. Wenn ich das Zettel bei mir hatte mit all diesen Themen, und vor allem den Themen von heute Morgen, von Segen der Großzügigkeit, habe ich mich ein paar Fragen gestellt. Was hat das Wort Segen mit all diesen Themen zu tun? Was soll ich aus dem lernen, was die Bibel mir über den Segen lernt? Und wie kann ein Segen mein Leben beeinflussen, damit ich als Jünger Jesu in Großzügigkeit, Selbstlosigkeit, Mitgefühl, gesunde Beziehungen wachsen und bedingungslos lieben kann. Deshalb möchte ich mit euch drei Sachen sehen heute Morgen. Zuerst den Begriff des Segens erkunden. Da um dies bei den kommenden Themen dieser Serie helfen wird, werden wir verstehen, dass Segen ist etwas Großes, weil von Gott kommt. Außerdem möchte ich sehen, welche Segnungen wir als junger Christi schon erhalten haben. Und ganz praktisch, wie kann man eine Person sein, oder ich, die großzügig von den Segnungen gibt, die sie oder ihr oder ich empfangen haben. Wie verstehen wir das Wort Segen? Nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, was das Wort Segen für dich bedeutet. In der kolumbianischen Gesellschaft, ich bin aus Kolumbien, verstehen wir, dass wenn man viele Segen bekommen hat, man hat ein schönes Auto, eine schöne Frau und ein großes Haus. Und wenn du gut ernährt bist, dann bist du super gesegnet. Und ich glaube, das ist für alle Kulturen so. Im Allgemeinen neigen wir dazu, an etwas Positives zu denken, das uns Wohlergehen bringt. Aber wie gesagt, Segen ist etwas mehr und wir werden sehen. Was ist ein Segen aus biblischer Sicht? Wir als Nachfolger Jesus, Nachfolger, verwenden dieses Wort oft. Wir sagen zum Beispiel, Gott segne dich, hab einen gesegneten Tag, Gott segne deine Ein- und Ausgänge, Gott segne dir mit Gesundheit, mit Stärke. All das ist in Ordnung. Also lass uns sehen, was wir noch über den Segen aus dem biblischen Kontext lernen können. Im Alten Testament, der erste Teil von der Bibel, finden wir zwei Wörter für Segen. Das erste kommt im 1. Mose Kapitel 21 und wiederholt sich im Vers 28. Und ich möchte euch ein Teil von dem lesen. 1. Mose, Kapitel 1, 27, 28 steht: Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Will Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt. Ich habe die Wörter unterstrichen, weil sie voll Bedeutung. Es fällt mir auf, dass das Wort Segen in Zusammenhang mit der Schöpfung erscheint. Und nur Gott segnete, was Leben hatte. Alle Arten von Tieren, im Meer, in der Luft, auf der Erde und dann den Mann und die Frau. Es ist interessanterweise, wenn man die ganze Schöpfungsberichte liest, man sieht, dass Gott nur Lebenswesen gesegnet hat.
nicht die Sonne oder Mond oder so. Er hat gesagt, es ist gut, sie sind gut. Ich habe tiptop gemacht. Aber alle Wesen segne ihn reich, gerade jetzt. Und er macht das. Das Wort Segen in dem Kontext ist Berach. Und Berach ist eine Gnade, die wir von Gott erhalten haben, ohne es zu verdienen. Es ist wie ein Geschenk, das Gott zum Menschheit gegeben hat. Was fasziniert mich von diesem Vers ist, dass das Wort Segen Berach im Kontext der Schöpfung die Worte fruchtbar und Vermehrung hinzugefügt werden. Diese beiden letzten Worte haben in gewisser Weise die Botschaft, den Segen Gottes in unserer Mitte zu verbreiten oder anderen zu geben. Und wir sehen in der Geschichte, sie haben das gemacht. Sie haben Gottes Segen weitergebracht. Ich glaube, dass Gott es so geplant hat und dass im Wesen Gottes liegt, er segnet und möchte, dass wir Instrumente sind, um den Segen, den er uns gibt, zu verbreiten. Die Frage ist, warum es uns schwerfällt zu teilen. Warum ist es schwerfällt, selbstlos zu leben? Warum wir manchmal kein Mitgefühl für andere haben? Warum wir manchmal keine Freude daran haben, gute Beziehungen zu anderen zu haben? Und warum fällt es uns schwer, bedingungslos zu lieben? In unserer Gesellschaft haben wir die Vorstellung, wie gesagt, dass eine Person gesegnet ist, wenn sie viele materielle Güter hat. Wenn so ist, und denn wir Schweizer sind sehr gesegnet. Und wir haben das nicht verdient. Werden wir das sehen. Wenn wir das Leben Abraham betrachten und den Segen, den er erhielt, obwohl Abraham schon ein reicher Mann war. Man liest das in dem Text. Er war ein reicher Mann gewesen. Erkennen wir, dass der Segen Gottes weit über die Güter hinausgeht, die wir auf dieser Erde haben können. Schauen wir, was für ein Segen er hat empfangen. Ich lese in 1. Mose Kapitel 12, für alle, die dieses Kapitel kennen, das ist die Abrahams Verheißung. Das steht im Alten Testament. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham hätte keine Bedürfnis, wegzugehen. Er war reich. Wenn jemand in der Flucht ist, weil er keine Besitzer hat. So, er war zufrieden. Und trotzdem, er hat das gemacht. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. So, er hatte schon etwas Materielles gehabt. Aber er hat etwas Größeres bekommen. Hier wird Abraham gesegnet und dieser Segen beinhaltet die Verheißung, dass er einen großen Namen ansehen haben und eine große Nation werden würde, viele Nachkommen haben würde. Gott wird diejenigen segnen, die ihn segnen. Außerdem wird Abraham ein Segen sein. Durch Abraham werden alle Nationen der Erde gesegnet. Das bedeutet, du auch. Der Segen Abrahams findet seine endgültige Erfüllung in Jesus Christus, dem Samen Abraham und der Erlöser der Welt. Das glauben wir als Nachfolge Jesus. Ich lese und bestätige das mit Galater Kapitel 3, 16.
Da steht, den Abraham aber wurden die Verheißung zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seine Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem. Und deine Nachkommen, und der ist Christus. So haben wir das Wort, das erste Wort gesehen. Schauen wir das zweite Wort. Das zweite Wort für Segen ist Aschre. Aschre finden wir in Psalm 1, 1-3 und Hiob 5, 17. Dieses Wort ist charakterisiert durch Glückseligkeit und hohe Gunst. Ist wie eine höhere Stufe. Und in Psalm lesen wir, glücklich ist der Mann, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, nicht auf dem Weg der Sünde steht und nicht im Kreis der Spotter sitzt. Und lies weiter. Glücklich ist der Mann, die das Wort Gottes umsetze. Aber das ist unser Problem. Wir lesen, wir können glücklich sein in Gottes Augen. Das ist etwas anders, wenn wir Gottes Wort umsetzen. Und für uns ist das eine Herausforderung. Sogar für König David. Aschre, sagt nun, ist verbunden mit der Erkenntnis, dass Gott daran arbeitet, uns auf den richtigen Weg zu lenken. Korrektur. Für mich bedeutet Aschre Korrektur. Nicht nur materielles Sein, sondern Korrektur. Gottes Züchtigung ist tatsächlich eine Darstellung seiner Liebe zu uns. Wie ein Elternteil, der ein Kind diszipliniert, das mitten auf der Straße spielt. Wer kennt das? Alle, die Kinder gehabt oder haben im Moment, kennen das. Für die, die Kinder haben, wäre es einfacher, wenn unsere Kinder verstehen würden, dass wir sie durch die Ratschläge, die wir geben, segnen wollen. Und da wir nicht Gott sind, können wir uns irren. Aber im Grunde wollen wir nur das Beste für sie. Sehr viele junge Leute hier und auch Kinder, hören, was Papa und Mama sagt. Sie sind nicht perfekt, aber sie wollen das Beste für dich. Das habe ich nach vielen Jahren gelernt. Genauso ist es unsere Beziehung zum Vater Gott, Jesus und den Heiligen Geist. Oft wollen wir den Segen nicht durch das empfangen, was er möchte, dass wir in die Praxis umsetzen und was uns hilft, im Charakter zu wachsen, den er als seine Kinder möchte. Ich frage mich oft, wie oft ich den Segen meines Vaters, mein Papa, irdischer Vater, abgelehnt habe, wenn er mich zu meinen Besten korrigiert hat, weil ich mich mehr auf die negativen Dinge konzentriert habe, die ich an ihm gesehen habe und nicht auf den Segen, den er für mich hatte. Vielleicht hast du dasselbe wie ich gemacht mit deinem irdischen Vater und deinem himmlischen Vater getan. Es wäre gut, uns zu fragen, wo wir einen Segen vorbei gehen ließen, der uns geholfen hätte, im Charakter unseres Herrn zu wachsen. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament und das finden wir zwei Wörter für Segen. Wir haben Braha, Aschre gesagt und jetzt finden wir das Wort Makarios. Makarios ist glücklich sein und Elogeo. Das sehen wir später. Und es gibt ein Vers, in Matthäus, da steht, glückselig die Arme im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Und ist eine Liste, glückselig die Tränen gössen und so weiter, da kann man daheim lesen. Aber das spricht vom Charakter des jungen Jesus Christus.
Die Seligpreisungen in Matthäus 5 beschreiben den glücklichen Zustand derjenigen, die ihren Zweck und ihre Erfüllung in Gott finden. Wenn ich arm im Geist bin, bin ich wie ein Kind. Ein Kind, das noch nicht hinterfragt. Okay? Ich glaube alles, was mein Papa sagt. Und das ist arm im Geist. Mein Papa ist mein Hero. Mein Gott ist mein Hero. Nach 2 Jahren fangen die Kinder, warum? Das sehen wir uns manchmal gegen Gott. Und warum das? Und ich verstehe das nicht. Ist egal, ob du verstehst oder nicht. Gott liebt dich. Gott liebt dich, steht in der Bibel. Da spiegt der Zweck und ihre Führung in Gott finden. Wie in den Psalmen ist das beste Leben für diejenigen verfügbar, die Gott leben und fürchten und ihr Leben gemäß seinem Wort ordnen. Der beste Segen, das wir bekommen haben, lese ich in Römer Kapitel 4, 7 bis 8. Glücklich Makarios, deren Gesetzlosigkeit vergeben und ihre Sünden bedeckt sind. Glücklich der Mann, den der Herr Sünde nie zurechnet. Diesen Vers verknüpft diesen glücklichen Segen mit denen, deren Sünden vergeben sind. Denn sie wissen, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wurde. Dies ist der größte Segen, der uns im Leben widerfahren konnte, zu wissen, dass wir durch Jesus gesegnet und vergeben sind. Halleluja. Das glaube ich fest. Und das haben wir, wie gesagt, nicht verdient. Und wir können diese Makarios in einer Beziehung mit Jesus Christus erleben. Makarios ist nicht ein happy Club. Makarios ist nicht, was wir von glücklich verstehen. Makarios geht in die Tiefe, in eine Beziehung mit Jesus Christus. Mit Makarios, es gibt Tränen, es gibt Schmerz. Aber wenn das vorbei ist, kommt die Hoffnung, die Jesus Christus uns gibt. Amen. Das zweite Wort ist Eloioteos. Eloioteos bedeutet, jemanden zu loben, jemanden preisen. Und wir haben heute Morgen Eloioteos geübt. Du allein, Jesus Christus, du bist der Größte. Das ist Eloioteos. Das machen wir hier. Dieses Wort konzentriert sich mehr auf die guten Worte oder das gute Zeugnis, das andere von jemandem geben. Zum Beispiel, habt ihr das gemerkt, wenn jemand stirbt, die Person war der beste Person der Welt. Warum müssen wir warten, bis die Person stirbt? Wir können Eloioteos praktizieren, wenn diese Person am Leben ist. Eloioteos brauchen wir, wenn wir Danke für das Essen sagen. Und das ist unser Wunsch in Chill Out, im Männertreff, bevor wir essen, weil wir essen immer. Bei Männertreff, es gibt immer Essen. In Chill Out gibt es immer Essen. In Grenzenlos auch. Wir wollen Gott Danke sagen. Eloioteos, Vater, weil du uns so gesegnet hast. Wenn wir in Epheserbrief lesen, nähern wir uns zu unserem Thema von heute. Das ist, einen großzügigen Charakter zu haben und die Segnungen zu teilen, die wir erhalten haben. Wir haben viele geistliche Segnungen und materielle Segnungen bekommen durch Jesus Christus. Und das ist eine Tatsache, dass man sieht. Und in Epheser Kapitel 1, 3 segnet der Apostel Paulus Gott für alle Segnungen, die er uns in Christus gegeben hat. Gepriesen sei der Gott, der Vater, unser Herr, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung
in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Ich lese nur ein paar Verse, aber ich ermutige dich, das Kapitel komplett zu lesen. Dann wirst du die Segnungen erkennen, die Gott dir durch Christus gegeben hat. Meine Fragen sind, was tun wir mit den geistlichen und materiellen Segnungen, die wir in Christus erhalten haben? Haben wir uns wirklich in die reichen Segnungen vertieft, die uns gegeben wurden? Deshalb betet Paulus für die Brüder und Schwestern in der Gemeinde in Ephesus. Aber irgendwie ist es auch ein Gebet für uns heute Morgen. Ich habe einmal dieses Gebet gelesen und ich habe angefangen, ein bisschen zu verstehen, die Tiefe, dass wir in eine Beziehung mit Jesus Christus haben können. Und viele von uns leben in einer Beziehung, da ist Oberfläche mit Jesus Christus. Es ist okay, in die Gemeinde zu kommen. Es ist okay, ein bisschen das zu geben. Es ist okay, gute Sachen zu tun. Aber Jesus Christus möchte mehr als das. Er möchte, dass wir in die Tiefe gehen mit ihm. Und darum verstehe ich das Herz von Apostel Paulus. Weil er hat gesagt, es ist nicht ein Spiel mit Jesus Christus. Es ist in die Tiefe mit ihm zu gehen, zu verstehen, was Jesus Christus wirklich getan hat, für uns getan hat, dass wir Hoffnung und ewiges Leben kriegen können. Und schau mal, ich lese euch das. Lies das Gebet nochmal daheim. Er hat das Gleiche, fast Gleiche für die Kirche in Philippi gebetet. Und wenn man das Herz von Apostel Paulus versteht, man sieht Jesus Christus in ihm. Das ist gewaltig. Es steht, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis seiner selbst. Ich verstehe nicht das. Das ist so tief, dass ich muss wieder lesen und Offenbarung beten. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Da bist du, wenn du Jesus Christus im Herz hast, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist Tiefe. Stoff. Ich glaube, dass wenn wir beginnen, die Tiefe, die Segnungen zu verstehen, die wir in Christus erhalten haben, unser Herr wird reagiert und frei sein werden, die materiellen und geistlichen Segnungen zu teilen, die wir von Gott empfangen haben. Das ist eine Tatsache, dass die Schweizer reden nicht gerne über Geld und ich möchte heute über das nicht reden. Aber das gehört zu den Segnungen, die wir in Jesus Christus bekommen haben. Und du bist privilegiert als Schweizer oder weil du hier in der Schweiz bist. Du bist privilegiert. Das ist eine Tatsache, wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen. Wir sind privilegiert. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Großzügigkeit eine Herzensangelegenheit ist und nicht aus Zwang geschieht. Viele Leute sagen, ich gehe nicht in diese Kirche, sie wollen nur mein Geld. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du verstehst, was Jesus Christus für dich getan hat. Wenn du das hast, dein Geld wird nicht deine Priorität sein. Deine Hobbys, dass du viel Geld investierst, wird nicht deine Priorität sein, weil du wirst verstehen, wirklich, für was wurdest du gesegnet. Und wirst du diese Segnung weitergeben. Wir können geistliche Segnungen
nicht großzügig teilen. Wie gesagt, wenn unser Herr keine persönliche Begegnung mit Jesus hatte. In meinem eigenen Leben teilte ich nur meine Religiosität. Nicht aber die Beziehung, die ich heute mit ihm haben oder darf, kann oder darf. Wenn unser Herz jedoch transformiert ist, werden wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes das tun können, was uns der Apostel Petrus in Kapitel 3, 9 schrieb. Da steht, endlich aber seid alle gleichgesinnt, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergelte nicht Böse mit Bösen oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet. Uff, ich muss wachsen. Weil ich glaube, manchmal machen wir, was steht ganz am Anfang. Wir sind Mensch, wir sind nicht perfekt. Darum brauchen wir dieses Wachstum in unser Herz. Sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Interessant, oder? Wir erben den Segen Gottes. Für mich, nachdem ich alle diese vier Worte gesehen habe, für mich bedeutet Segen, es ist wie eine Schule, in der ich lerne, dass Gott mir seine Gunst gibt und durch seine Gunst lehrt, wie er will, dass ich auf dieser Erde lebe und eine Person mit einem großzügigen Herzen bin, um die materiellen und geistigen Segnungen zu teilen, die ich von ihm empfangen habe. Rabbi Hanan Schlesinger sagt Folgendes. Und ich glaube, er hat von Jakobus Kapitel 1, 17 inspiriert. Jakobus sagt uns, dass alle guten Dinge kommen von dem Vater des Lichts. Ich möchte das illustrieren, was Rabbi Hanan gesagt hat. Der Segen soll nicht in uns hineinfließen, sondern durch uns fließen. Da bist du, da bist du und da bin ich. Wenn Jakobus sagt, alle guten Sachen kommen vom Himmel, glaubst du das? Oder deine humanistischen Gedanken sagen, ey, Moment mal, alle guten Sachen, die ich habe, habe ich selber geschafft. Mit meinem Job, mit meiner Karriere, mit meinen Influencers und so weiter. Das ist eine billige Ausrede für mich als Nachfolger Jesus Christus. Wenn die Bibel sagt, dass alle guten Sachen von Gott kommen, dann kommen von ihm. Als Kolumbianer hatte ich nicht gehabt, was ich heute habe. Viele kennen meine Geschichte. Wir haben uns als Geschwister um ein Stück Pulle gestritten. Wir hatten nur Füße Hähne gegessen. Und das ist ein Delikatessen für einen armen Mensch. Darum, ich kann nicht anderes sagen, dass alles, was sie jetzt haben, oder die kleinen Dinge, die ich in Kolumbien gehabt hatte, kommen nur von Herr. Und das ist so. Und dann kommen die Sachen, und Gott möchte uns segnen, wie Abraham, oder? Und was machen wir? Die Gedanken kommen. Hey, Moment, ich bin Schweizer, ich muss für meine Pension viel Geld sammeln. Wer garantiert, dass du bis Pension lebendig bist? Wir können jeden Tag sterben. Weil das Leben kommt von Gott. Gott gibt dir die Kraft zu lernen, zu schaffen und so weiter.
Wenn ich gebe, werde ich weniger haben. Und das tut weh, vielleicht kann ich Ferien machen, Karriere machen. Wenn ich jemanden sehe, der etwas braucht, nein, ich gebe nichts. Sie wollen nur mein Geld. Sie wollen nur von mir etwas haben. Und diese Gedanken sind nicht gut für uns als Nachfolger Jesus Christus. Und ich musste auch lernen und ich bin am Lernen. Manchmal sage ich, ja, es reicht nicht und so weiter. Aber es wird reichen, weil Gottes Segen werden nicht geheilt werden. Sie sind immer da. Unsere Aufgabe ist, das zu machen. Lass den Segen Gottes durch dich fließen zu anderen Menschen. Das glaube ich fest. Besser geworden, oder? Am ersten Gottesdienst habe ich eine Sauerei gemacht. Gut. In Kapitel 2, in Kapitel 8 und 9 des 2. Korintherbriefs lesen wir für eine Kirche, die ein Beispiel für uns ist. Das ist die mazedonische Kirche, die von Apostel Paulus gegründet wurde, obwohl sie nicht viel hatten. Das ist interessant. Obwohl sie nicht viel hatten, geben sie mit einem großzügigen Herzen. Lies Kapitel 8 und 9, 2. Korinther. Dein Leben wird verändert. Obwohl sie nicht viel hatten, gaben sie mit großzügigen Herzen. Sie teilten nicht nur materielle Dinge, sondern auch geistliche, personell und so weiter. Denn sie hatten verstanden, welchen Reichtum sie in Christus hatten. Und das hat mich so fasziniert, was der Apostel Paulus in Kapitel 8, 9 zu ihnen gesagt hat oder geschrieben hat. Denn, meine Geschwister, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er reich war, Jesus Christus reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Das ist Realität. Wir sind reich im materiellen Sinn, aber auch im geistlichen. Meine Frage ist, haben wir verstanden, die Reichtum, die Jesus Christus zu uns gegeben hat? Haben wir das verstanden? Es ist ein Prozess. Wie kann man eine Person sein, die großzügig von den Segnungen gibt, die sie empfangen hat? Bevor ich diese Liste, in der viele Dinge aus dem Wort Gottes stammen, möchte ich dir danken für die Art und Weise, wie du dazu beitragen hast, dass diese Kirche vorankommt. Du hast von deinem Geld, deiner Zeit, deinen Talenten gegeben. Und genauso wie die in der Kirche von Mazedonien, hast du über deine Möglichkeiten hinausgegeben. Ich bin hier mehr als 10 Jahre als Pastor angestellt und ich sehe, ich staune immer, wie Leute engagiert sind. Und sie geben, wie gesagt, alles, was sie schon gelesen haben. Und ich kann sagen, das ist ein Segen von Gott. Das kommt nur für ihn. Und ich bete, wow, wir machen einen Teil von was die Kirche in Mazedonien gemacht hat. Aber wir könnten auch wachsen, wenn wir mehr verstehen, was Christus für uns getan hat. Wir können weiter so machen, wenn man lernt, was Jesus uns bereits als Segnungen gegeben hat. Wir sollen diese Segnungen schätzen und leben. Wir sollen ein offenes und lernbereites Herz haben und andere helfen.
Lass uns nicht versuchen zu rechtfertigen, warum wir teilen oder nicht. Wir sollten lernen zu teilen, genauso wie Jesus, als er die Menschen sah, er Compassion, Mitgefühl hatte und Freiwillige gab. Viele Leute sagen, da gibt kein Geld zu diesem Mensch. Er ist arm, weil er ist selber schuld. Weißt du, was ich gelernt habe? Bevor du eine Person beurteilst, verstehst du es, warum er in dieser Situation ist. Das ist die Aufgabe ein junger Jesus Christus. Und wir machen das, wir beurteilen zuerst und am Ende geben wir nichts. Jesus hat Compassion in seinem Herz und er hat etwas getan. Das Wort Compassion in der Bibel, wenn du das liest und du das Leben von Jesus Christus siehst, Jesus hat gerade etwas getan. Er sagt, okay, nein, morgen, komm morgen. Sei Latino, komm morgen. Nein, Jesus ist zielorientiert. Er hat die Situation gesehen und er hat gerade geholfen. Wie sieht das aus in unserer Gemeinde? Wenn du hier in die Gemeinde kommst, merkst du, oh, so viele Leute, ich kenne niemanden mehr hier. Und das ist die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Wenn du einen fremden Menschen in der Kirche siehst, und mit Fremden meine ich einen Ausländer, eine dunkle oder heutige Farbe wie ich, siehst, hab keine Angst von denen. Sie sind Mensch wie du. Sie wurden etwas anderes gesegnet als du. Die Schweizer haben blaue Augen, schön. Wir Latinos fast alles schwarz, aber schön. Die Schweizer wollen schwarze sein, die Schweizer wollen wie sein. Wir verstehen uns nicht. Weißt du warum? Weil wir haben nicht verstanden, die Segnungen, die Gott zu uns gegeben hat, durch die Schöpfung in uns. Wenn wir das verstehen, werden wir zufrieden sein mit ein paar Kilos mehr. In Kolumbien, das ist eine Segnung. Kolumbianer können das bestätigen. Ich habe einmal so viele Kilos verloren und meine Tante hat mir gesagt, bist du krank? Nein, ich bin gesund. Siehst du, man versteht Segnung etwas anders. Aber was sagt Gott zu uns? So, wenn du ein solcher Mensch siehst, ein Freund ist, eine Schweizer, die kommt zum ersten Mal in die Kirche, ein Österreicher, ein Deutscher, ein Ukrainer und so weiter. Fasse Mut. Geh zu ihnen und sage, hey, ich bin dumm, ich bin da. Schön, dich zu sehen. Und so weiter. Fasse Mut, grüße ihn und sorge dafür, dass er sich zu Hause fühlt. Mit einem Lächeln oder einer Umarmung zu begrüßen. Jenes Vertrauen. Man ist bereit und denkt immer, weiterzugeben, zu helfen, eine Hand zu reichen. Wir werden nicht von diesem Leben in die Ewigkeit nehmen. Anstatt, wenn du in die Ewigkeit bist, wenn du verstehst, was die Bibel sagt, ich verstehe nicht alles, aber das wird, wie sagt man, das wird größer sein. Das Wort größer wird nicht existieren, ich glaube. Es wird etwas anderes sein. Sei bereit, immer zu geben, zu helfen. Eine Hand zu reichen. Ich bin da für dich. Indem man eine Einladung ausspricht, anstatt darauf zu warten, eine zu erhalten. Indem ich die geistlichen Gaben, die mir durch Gnade gegeben wurden, für den Dienst an der christlichen Gemeinschaft einsetze.
Nichts aus Selbstsucht oder Ehrgeiz tun, sondern mit einer demütigen Einstellung. Die anderen als wichtiger als uns selbst betrachten. Nicht unsere eigenen Interessen suchen, sondern die der anderen. Das ist biblisch. Ich glaube fest daran, dass wenn ich Dinge praktiziere, die ich gelesen habe, die Welt sich möglicherweise aufgrund der Veränderung, die ich in Christus erleben kann, ändern könnte. Anstatt darauf zu warten, dass sich die aktuelle Situation oder mein Umfeld ändert. Manchmal, ich möchte Gott sein und alles zu verändern. Und Gott hat mir gesagt, nein, du musst verändert sein. Und werde ein Teil von dieser Veränderung, die ich in die Welt bringen kann. Und wenn wir mit einem großzügigen Herzen von den Segnungen geben, die wir empfangen haben, weiß ich, dass wir Gottes Segnungen auf Weisen erleben werden, die wir uns nicht vorstellen können. Ich möchte mit einer der vielen Geschichten enden, die Gott mir erlaubt hat zu erleben und aus denen ich gelernt habe, dass wir durch ein großzügiges Herz das materielle und geistliche Segnungen teilt. Viele segnen werden und Friedensstifter in einer Welt sein werden, die Jesus braucht. Ich bin in Kolumbien letztes Jahr gewesen und gehe in eine Kirche, wo ein Kollege Pastor ist. Und Gott hat die Puzzle zusammengestellt. Für mich, das war gewaltig, was passiert ist. Bei einem Besuch, wie gesagt, nach dem Gottesdienst kommt der Wilfrido Sanchez zu mir und seine Kinder. Und dann sagt er zu mir, er erzählte mir, dass ich als junger Mann, vielleicht mit 16, 17, ich weiß es nie, ich habe über das keine Ahnung gehabt, was er erzählt hat. Er erzählte mir, du warst mein Sonntagsschullehrer gewesen. Und du hast mir etwas geschenkt. Du hast mir einen Stoff gegeben. Meine Mutter hat mit dem Stoff etwas Sie hat Kleider für mich gestellt mit dem Stoff. Als er das sagt, ich könnte das nicht vorstellen. Ich sage, was? Was habe ich gemacht? Er hat gesagt, ja, das hast du gemacht. Darum bin ich zu dir gekommen. Ich bin in einem Quartier gewesen, das normalerweise, ich bin nicht dort, sollte dort nicht sein. Und er ist in einem anderen Quartier aufgewachsen. Darum sage ich, Gott hat alles zusammengebracht. Ich hatte keine Ahnung, dass Gott zu diesem Zeitpunkt durch das Geschenk, das ihm ihn gab, ein Gebet dieses Kindes erhörte. Du weißt es nicht, wie du andere segnen könntest. Wenn diese Stimmen zu dir kommen und sagen, mach das nicht, sie sind selber schuld. Sag, nein, ich möchte ein Segen bringen in dieser Welt sein. Das ist die Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Amen.